trotzdem herzlich willkommen. Ich habe heute schon wieder ein Video für euch. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich werde diese Woche 1, 2, 3 ein paar mehr Videos machen. Wie viel genau weiß ich noch nicht. Ich habe schon sehr, sehr, sehr lange keinen Tag mehr gemacht. Und weil ich jetzt jedes Mal, wenn ich bei YouTube reingegangen bin, den Fall-Tag oder Herbst-Tag gesehen habe, habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach mal mit. Ich bin jetzt nicht speziell getaggt worden und ich werde auch niemanden speziell taggen. Ich werde euch einfach bitten, alle mitzumachen. Ihr könnt es gerne dann schriftlich unter dieses Video machen oder mir eine Videoantwort posten unter meinem Video, wenn ihr wollt. Oder ja, ihr schreibt mir bei Facebook oder was weiß ich was. Also, wie gesagt, jeder, der mitmachen möchte, kann mitmachen. Und dieses hier ist der Herbst- oder Fall-Tag. Und ich habe die Fragen jetzt hier an meinem Telefon. Und zwar habe ich das letzte Video gesehen bei der Funny Pilgrim. Und ja, da habe ich mir jetzt auch die Fragen rausgesucht. Muss ja auch irgendwie. Und zwar, es sind 10 Fragen. Anfangen wie üblich mit der ersten Frage. Und zwar ist das die Frage, dein Lieblingslippenpflegeprodukt? Mein Lieblingslippenpflegeprodukt ist nach wie vor eigentlich immer year round, also das hat jetzt irgendwie nicht speziell damit zu tun, welche Jahreszeit ist. Ist es der Whipstick von Lush und den habe ich jetzt vergessen. Ja. Also der Whipstick von Lush, das ist dieser hier. Das ist der Schokoladen-Lip-Balm. Meiner ist schon wieder fast leer. Das ist mein absolutes All-Time-Lip-Balm. Favorite Lip Product, das ich im Prinzip immer benutze und das hat auch, ist es da wirklich wurscht. Und ob das Herbst, Sommer, Winter, Frühling ist, ja, das ist mein absolut liebstes Lippenpflegeprodukt und das habe ich eigentlich immer dabei. Nächste Frage ist, was ist deine allerliebste Herbstaktivität? Based on, dass wir jetzt in Kalifornien sind, wo Herbst meistens auf eine Woche fällt und man muss schon wirklich aufpassen, dass man diese Woche auch wirklich, wirklich mitnimmt und realisiert. Meine liebste Herbstaktivität, die mir ansonsten spontan eingefallen ist, ist im Prinzip Halloween. Also alles, was mit Halloween zu tun hat. Denn fällt in den Herbst und wir beschäftigen uns damit nicht nur am 31. Oktober, denn das wäre auch ein bisschen kurz. Nein, wir beschäftigen uns damit eigentlich September bis Ende Oktober, also bis zum 31. Und das beinhaltet eben das Haus schmücken, Kostüme suchen, in Halloween-Stores gehen, sich die Nachbarschaft angucken. Ja, also das ist meine absolut liebste Herbstaktivität, weil ich liebe Halloween einfach. Und by the way, das ist schon morgen. Ja, dein Lieblings-Starbucks-Getränk im Herbst. Ich liebe im Herbst Chai-Tee-Latte von Starbucks und das ist was, was ich sonst eigentlich nie trinke. Es gibt ja diese ganzen Herbst-Getränke, ich glaube, was war das jetzt? Pumpkin-Spice-Latte oder Mokka, weiß ich nicht genau, und dann noch irgendwas. Habe ich beide schon probiert, aber fand ich jetzt nicht ganz so, ist mir irgendwie zu süß, aber Chai-Tee-Latte liebe ich total, gerade jetzt im Herbst, trinke ich das sehr, sehr gerne. Ich habe mir zwar gestern eine Packung Chai-Tee geholt, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem zu Starbucks gehen, weil irgendwie sieht es einfach besser. Viertens, Lieblingskerze im Herbst. Meine Lieblingskerzen, ich habe zwei, die ich momentan sehr, sehr liebe, ist zum einen, die hatte ich gestern erst wieder an, von Bath & Body Works, die French Baguette. Und die riecht wirklich wie, ja, frisches Baguettebrot. Richtig frisches Baguettebrot. Das ist irgendwie der Knaller, das Zeug. Man kriegt unglaublich Hunger nach einer Weile, egal ob man gerade gegessen hat oder nicht. Man kriegt unglaublich Appetit auf eben Baguette. Einfach Wahnsinn, wie toll diese Kerze riecht. Und diese großen Kerzen kann man rund, ja, was steht drauf? Moment. 30 bis 45 Stunden brennen lassen, was ich richtig cool finde. Und die zweite Kerze, die ich auch sehr, sehr liebe, das ist jetzt schon die zweite von in dieser Duftrichtung, ist auch von Bath & Body Works, die White Barn Serie, Nutmeg and Spice. Und die ist ganz frisch, also die ist ganz neu, weil die erste Packung, die ich hatte, die ist mir am Wochenende alle gegangen. Die riecht einfach nach Lebkuchen.
schlicht und ergreifend nach dem Kuchen einfach richtig genialer Geruch. Das Tolle ist, es riecht wirklich das komplette Haus nach diesen Sachen. Was ich sehr, sehr liebe. Nummer 5. Welches ist dein Lieblingsaccessoire oder Schal im Herbst? Ich habe mir diesen hier rausgesucht. Das ist ein Schal von American Eagle Outfitters. Ich mag die Farbe sehr, sehr gern, weil man im Herbst sowieso dazu neigt, mehr gedeckte Farben, klingt muss geil, mehr Grau- und Schwarztöne anzuziehen oder auch Weiß. Und dann brauche ich irgendeinen Farbtupfer, damit das Ganze nicht zu trist ausschaut. Und ja, da habe ich ganz gerne bei Schals irgendwie so ein bisschen Farbe mit drin. Ich bin sonst nicht so sehr extrem der Accessoire-Träger, jetzt dass ich irgendwie großartig verschiedene Taschen oder Gürtel oder irgendwie sowas trage. Aber einen Schal finde ich gar nicht schlecht, vor allem wenn es dann doch ein bisschen kühl wird. Bei uns momentan immer noch 25 Grad tagsüber draußen. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass gerade wenn es dann am Abend so gegen 5, 6 Uhr wird, dann doch ein bisschen frischer. Und da ist natürlich super, wenn man einen Schal hat. Und ja, den habe ich mir jetzt dafür rausgesucht. Dann Nummer 6, also Frage Nummer 6. Geisterhaus, Geisterbahn oder Geisterlabyrinth? Was genau das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat, also was das jetzt mit Herbst zu tun hat, weiß ich nicht genau. Eins von den dreien, wenn ich mich entscheiden müsste, ich gehe lieber durchs Geisterhaus. Also ich mag lieber durchlaufen, als dass ich irgendwo durchfahre, weil das... Was ich nicht mag an Geisterbahn ist, diese Wegen, mit denen man da durchfährt, die sind dann doch irgendwie immer so ein bisschen ruckartig und ich kann das irgendwie überhaupt nicht haben. Und Geisterlabyrinth, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau. Also Geisterhaus wahrscheinlich. Siebtens, Lieblings-Halloween-Film. Mein Lieblings-Halloween-Film ist Halloween Town. Den habe ich gestern Abend erst wieder auf On Demand geguckt, also ja, in Richtung bei uns im Kabelfernsehen, dass man bestimmte Filme immer gucken kann. Ja, das ist mein absolut liebster Halloween-Film, auch wenn es eher so ein Kinderfilm ist oder so. Aber ich liebe den einfach, der ist so süß gemacht und ja, nicht anstrengend zum Zugucken. Gibt es, glaube ich, 4 Filme davon und ja, den mag ich sehr, sehr gern. Achtens, welche Süßigkeit isst du im Herbst an Halloween am meisten? An Halloween, ich habe es jetzt momentan nicht da, ich dachte, ich hätte es eingekauft, aber muss wohl doch nochmal los. Ich liebe Reese's Peanut Butter Cups, ich liebe diese Dinger, die sind irgendwie, die gehören zu Halloween, wie ja jedes Kostüm zu Halloween gehört. Die liebe ich an Halloween sehr. Ansonsten, ich bin nicht so der Süßigkeiten-Typ, also ich esse jetzt nicht so wahnsinnig viel Süßigkeiten. Wenn, dann esse ich, fange ich im Herbst schon ab und zu mal an, Lebkuchen zu essen, aber ansonsten, ja, nicht wirklich. Neuntens, als was ziehst du dich an Halloween an? Also, mein Kostüm, kann ich euch zeigen, so, da, ist ein Showgirl dieses Jahr. Ich habe mich dafür entschieden. Ich habe es bestimmt 5 Mal umgetauscht. Ja, das fand ich aber noch einigermaßen appropriate. Das, was ich davor hatte, war ein bisschen zu luftig. War ein bisschen zu viel nackte Haut. Von daher, ja, dachte ich mir, nehme ich das. Allerdings habe ich es irgendwie leider in der falschen Größe genommen und muss es jetzt zu groß tragen, denn sie hatten es leider nicht mehr kleiner. Ich weiß auch nicht, warum ich danach gegriffen habe. Ja, ein Schoko. Ich finde es irgendwie sehr, sehr süß und es ist sehr gut gemacht. Bin schon mal sehr gespannt, wenn ich mich morgen dann kostümiere. Zehntens, eine Sache, die du am Herbst besonders magst. Es gibt eine Sache, die ich am Herbst wirklich besonders sehr gerne mag und zwar sind es die sinkenden Temperaturen. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie doof, aber bei uns ist es ja einfach so, dass wir so lange... circa ungefähr ein halbes Jahr lang Temperaturen über 30 Grad haben, also durchgehend. Und nach einem halben Jahr kann das sehr, sehr anstrengend sein. Und deswegen bin ich immer wahnsinnig froh, wenn die Temperaturen unter 30 Grad gehen und dann auch so die ersten Tage mit 20 Grad mal eintreffen. Nicht, dass ich das unbedingt jetzt auch ein halbes Jahr bräuchte, aber wirklich so die ersten Tage und Regen. Also wenn es dann nach einem halben Jahr endlich mal regnet, dann weiß ich, es ist Herbst und genau, das mag ich besonders gern am Herbst. Wahrscheinlich bei jedem anderen so Regen, ne? Aber ja, das mag ich am liebsten. Jo, und damit wären wir jetzt dann auch schon mit dem Tag durch. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Den kann ich jetzt hier ausmachen. Und ja, und ich hoffe, ihr macht mit. In welcher Form auch immer. Also ob ihr unten drunter schreiben wollt oder ja eine Videoantwort machen wollt oder was auch immer. Ich werde euch die Fragen unten in die Infobox reinpacken.
dann schaut doch die da einfach nach. Und ja, damit möchte ich mich jetzt von euch für heute verabschieden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Bye, bye.